Herr Präsident, meine Damen und Herren, in den letzten Tagen haben wir alle auf verschiedenste Weise unsere Dankbarkeit denen gegenüber gezeigt, die in Schlüsselfunktionen dafür sorgen, dass wir weiterhin Lebensmittel kaufen können, die ärztliche Versorgung sichergestellt ist, der Müll abgeholt wird, dass Strom und Wasser fließen und vieles mehr. Und auch ich danke allen ganz herzlich dafür, dass sie für unsere Gesellschaft und damit für uns alle diese wichtige Aufgabe übernehmen. Und ebenso danke ich gerade heute auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ministerien und der Staatskanzlei dafür, dass sie innerhalb kürzester Zeit den Nachtragshaushalt formuliert und erarbeitet haben. Denn nur wenn dieser verabschiedet wird, können wir entsprechend helfen, unterstützen und die wirtschaftliche und damit auch menschliche Not lindern. Danke auch den Fraktionen für die Zusammenarbeit. Kontrovers geführte Debatten und die notwendigen Beratungszeiten gehören normalerweise zu einem funktionierenden Parlamentarismus unbestreitbar dazu. Nur befinden wir uns in einer seit dem Zweiten Weltkrieg beispiellosen Ausnahmesituation, der nicht mit den normalen Maßstäben begegnet werden kann. Und gerade deshalb bin ich den Oppositionsfraktionen dankbar dafür, dass wir heute in dieser Weise verfahren können und als Parlament nun das Zeichen setzen, dass wir am selben Strang ziehen, dass es uns um dieselbe Sache geht. Salus publica, suprema lex, das Gemeinwohl muss für die Politik das oberste Gebot sein. Heute zählen nämlich nur 18 Millionen Nordrhein-Westfalen darauf, dass wir als Landesparlament unseren Beitrag zur Sicherung der Grundbedürfnisse nach Gesundheit, Versorgung und stabilen wirtschaftlichen Verhältnissen leisten. Unser Bundesland, unsere Heimat, unsere Wirtschaft, unsere Politik verantwortet 20%, also ein Fünftel der Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik Deutschland. NRW hat eine extreme wirtschaftliche Bandbreite von kreativen und engagierten Handwerkern über den innovativen Mittelstand bis hin zu weltweit marktführenden Unternehmen. Die Entscheidungen, die wir für die Zukunft unserer heimischen Wirtschaft treffen, betreffen auch Menschen weit über die Grenzen von NRW hinaus. Denn hier wird nicht nur für Wohlstand, Infrastruktur und Fortschritt für NRW gearbeitet, sondern auch für die daran angeschlossene bzw. vorgeleitete Wertschöpfungskette in Deutschland und Europa. Und wegen dieser herausragenden Rolle NRWs, der als Motor der bundesdeutschen Wirtschaft, kommt es in dieser beispiellosen Situation darauf an, dass wir mit uns allen zur Verfügung stehenden Mitteln alles dafür tun, dass dieser Motor NRW weiterlaufen kann. Und das bedeutet, dass jeder, der einen Anteil an der Wirtschaftsleistung NRWs hat, kurzfristig, schnell und unbürokratisch auf effiziente Hilfe des Landes zurückgreifen kann. Gelten muss das für den Restaurantbesitzer und den Kulturschaffenden ebenso wie für Kleinunternehmen, den Mittelständler und den Weltmarktführer von Ostwestfalen bis in die Eifel. Das Land übernimmt genau dafür Verantwortung und schafft die beste Währung, die wir in den Zeiten einer Krise überhaupt schaffen können. Und diese Währung heißt Vertrauen. Genau das haben wir aus der Krise 2008 und der später folgenden Schuldenkrise bitter lernen müssen. Whatever it takes. Je früher der Vertrauenszuspruch und der Rückhalt von staatlicher Seite geschaffen wird, desto geringer sind nachher die wirtschaftlichen und finanziellen Konsequenzen. Dieser Nachtragshaushalt und der Rettungsschirm mit der Kreditermächtigung von 25 Milliarden Euro drücken genau das aus. Herr Ministerpräsident, Herr Minister der Finanzen, für diesen Vertrauensvorschuss, für den Mut, die Risiken zu übernehmen und für dieses Signal, dass sich die Landesregierung in einer historisch einzigartigen Situation solidarisch hinter die Wirtschaft stellt und niemanden fallen lässt, dafür danke ich Ihnen im Namen der CDU-Fraktion in aller Deutlichkeit. Meine Damen und Herren, es hat seitens des Landes nie weitreichendere Maßnahmen zum Schutz der Bürger und zum Schutz der Wirtschaft gegeben. Wir tun alles, um Arbeitnehmer und Arbeitgeber vor dem Kollaps zu bewahren. NRW ist bereit zum Verzicht, um so alles möglich zu machen. Und so schmerzlich der Verzicht in den kommenden Wochen sein wird und so groß die Herausforderungen sein werden, ich appelliere an die Menschen in Nordrhein-Westfalen, die Politik ist bereit, sich mit aller Kraft gegen die Krise zu stemmen. Das kann und wird dann erfolgreich sein,
wenn jeder Einzelne von uns sich an die erlassenen Regeln und Maßnahmen hält und mit Besonnenheit und Vernunft sein Verhalten an die veränderte Situation anpasst. Unser Bundesland braucht jetzt den Beitrag jedes Einzelnen. Und mit einem Blick in die Zukunft möchte ich für die Fraktion der CDU noch sagen, wir vertrauen darauf, dass wir nach der Krise zur alter Stärke zurückfinden werden. NRW hat ein unglaubliches Potenzial. Wir sind kreativ, belastbar, strebsam, fleißig und innovativ. Und dieses Potenzial werden wir auch in Zukunft abrufen und Wohlstand und Fortschritt mehren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen beste Gesundheit.